Herren, Leute, ich heiße euch willkommen zu einem wundervollen neuen Super Mega Random Flash Game. Diesmal mit 1985. Einem Spiel, in dem es darum geht, dass der gute Shigeru Miyamoto die Videospielwelt gerettet hat. Und dann, was wäre, wenn Mario kein Jump and Run wäre, sondern so eine Art Metroid? Und darum geht es jetzt in dem Spiel. Und es sieht ziemlich cool aus, wobei ich gestehen muss, dass das Bild gerade richtig winzig ist. Wie schieße ich? Muss ich? Yeah! Oh, das sieht echt gut aus. Das Bild ist echt winzig. Es hat eine Auflösung von 250x255. Das ist nicht allzu groß, aber mir gefällt das Spiel gerade. Es ist ein schöner Artstyle. Ich meine, es ist sehr minimalistisch, aber es ist gut umgesetzt in seiner Minimalistischhaftigkeit. Und das ist gerade ziemlich interessant. Hey, du Block, was gibst du mir? Oh nein! Er hat Kreuze als Augen. Du Block, wer hat dir das angetan? Was haben wir da links noch? Hier haben wir nichts, okay? Das sind ganz schön große Blöcke. Okay, wisst ihr was? Gehen wir da runter? Wir gehen da runter. Wir schauen, was uns erwartet. Uns erwartet? Eine 2. Ist das die Warp Zone? Oh mein Gott, es gibt drei Welten. Ist das ein Triforce? Für 33 Münzen kann ich die Scheiße kaufen? Nein, ich habe nicht genug. Ah, das ist ein Laden hier. Es gibt so viele Welten in dem Spiel. Moment mal. Geh mir aus dem Weg, Toad. Ich habe hier noch einiges vor mir. Oh, verdammte Scheiße. Warum ist das Bild so winzig? Liebes Spiel, wäre echt super, wenn dein Bild ein bisschen größer wäre. Mal so ganz ohne Witz. So ganz ohne Flachs. Ein Checkpoint. Au. Deswegen brauche ich wohl einen Checkpoint. Oh Gott. Oh Gott, das fällt nochmal runter. Okay, lassen wir es mit der Münze. Das scheint mir ein bisschen zu risky zu sein. Und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich kein großer Fan von risky Shit bin. Ich glaube, das war ein Cooper. Okay, wir merken uns. Die grauen Böden, da kann man durchfallen. Da wollen wir verhindern, wenn es geht. Leck mich, Cooper. Oh Gott, der explodiert. Ist ernsthaft der Mario Land Shit hier, okay. Dann versuchen wir uns zusammenzureißen. Hier war noch ein Block, auf dem wollte ich landen. Dankeschön. Ah, blöder Cooper. Moment, da will ich auch nicht hin. Gott, warum ist hier alles voll mit Tod in dieser Welt? Ich find's schöner mit Tod, meine ich. Tod und nicht Tod. Stirb, Goomba. Er war nämlich ein 1er-Witz, den lasse ich mir von dir nicht nehmen. Egal, wie provokant du mich von der Seite anschaust, diesen Sieg lasse ich mir nicht nehmen. Ach, das ist die 2. Interessant. Dann ist das alles hier scheinbar ein großes Level, oder? Und gar nicht ein riesiges Spiel mit mehreren Welten und sowas. Wäre auch ein bisschen sehr viel für so ein kleines Flash-Game. Mit mehreren Welten. Sowas würde ich immer, ich weiß nicht, ob ich sowas gut finde. Ich meine, ich finde es nicht verkehrt, aber... Ich finde es immer ganz gut, wenn Flash-Games auch wissen, dass sie Flash-Games sind und vielleicht nicht allzu umfangreich damit. Was haben wir hier? Oh mein Gott! Ey, ich habe ein Power-Up! Ich bin der Lulatsch Mario! Kennt ihr den aus dem Mario Maker? Der ist ein Lulatsch. Ich mag gerade das Wort Lulatsch, deswegen werde ich es jetzt noch öfter verwenden. Lulatsch. Ein liebliches Wort. Oh Gott, Kreissägenmann. Noch ein Kreissägenmann, von dem halten wir uns lieber fern. Und ich sehe gerade, dass bei Gegnern, die außerhalb von dem Bild sind, dass da so Pfeile angezeigt werden. Das ist eine nette Idee. Das heißt, man rennt doch nicht blind in alle Gegner. Weil man sieht ja, dass sie da sind. Kann ich euch kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Shit. Was mache ich dann am besten? Ich glaube, ich versuche am besten mal nicht zu sterben. Gut, sagen wir, das ist eventuell nicht zu 100% optimal gelaufen. Okay, was, wenn ich hier runtergehe? War ich hier schon? Ich weiß gar nicht, wir müssen uns orientieren, Leute. Denn ich habe vor, das Spiel durchzuspielen. Bam! Danke für die Münze. Oh, wenn ich genug Münzen habe, kann ich mir einen Triforce kaufen. Wenn ich jetzt noch irgendwo sehen könnte, wie viele Münzen ich denn überhaupt habe, dann wäre das sehr hilfreich. Aber ich glaube, das kann ich nicht sehen. Ah, da haben wir noch eine. Yes! Ich würde aber einfach mal behaupten, dass ich noch keine 33 Münzen besitze. So neutral dreinblickender Block. Ja, es sind nur noch Xer als Augen. Oh Gott. Fuck, 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 fuck. Lauf, Mario. Okay. Warte, hier waren wir irgendwie am Anfang so ein bisschen oder so. Ja. Okay. Das heißt, hier wollen wir nicht hin. Hier haben wir noch einen Blockerich. Gib mir, was du in dir hast, Blockerich. Fuck! Okay, hier waren wir stehen geblieben. Du Kackteil. Ich will nicht sagen, dass du mir gänzlich unsympathisch bist, aber einen Sympathiepreis wirst du bei mir nicht gewinnen, Alter. Oh, drei geile Münzen. Yeah, fuck! Egal, die Münzen bleiben bestehen. Ah, okay, da bin ich wieder.
Okay, hier waren wir stehen geblieben. Das heißt, ich will hier runter. Stirb, Goomba. Und Wasser? Wasser! Ich bin kein allzu großer Fan von Wasser. Bam, Stirbblock. Aber ich brauche die 33 Münzen. Die sind essentiell super wichtig für mich. Denn damit kann ich mir einen Triforce kaufen. Und ich hätte echt Bock, mir einen Triforce zu kaufen. Shit. So, diesmal werden wir den unteren Weg entlang gehen. Nämlich hier im Wasser. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh, das fühlt sich... Oh, oh, es steuert sich genauso gut, wie es aussieht. Mm. Überhaupt nicht unangenehm oder so. Oh mein Gott, ich bin auf eine Goldader gestoßen. Yes. Goldadern. Yes. So, lass mich mal durch, Freunde. Ich habe das Ziel, der Allerbeste zu werden, so gut wie keiner vor mir war. Und dafür müsst ihr leider sterben. Okay, damit sollten wir alles aus dem Wasser geholt haben. Sehr schön. Das bedeutet, ich kann da entlang, wo ich vorhin war. Allerdings möchte ich noch weiter unten entlang laufen. Denn der Weg oben hat mir nicht zu 100% gefallen, eventuell. Unter Umständen. Gott, ist das... Dieses Fuckteil. Wir sind wieder hier. Oh Gott, Kreissägenmann. Checkpoint. Yes. Guter Checkpoint. Erfülle mein Herz mit Freude und Energie. Das war knapp. Und hallo, liebe Münze. Okay, ich glaube, da... Oh, oh. Oh, Warpteil. Bring mich zum Shop. Nummer 3. Triforce würde ich bitte kaufen. Ich habe immer noch nicht genug. Uncool, Alter, uncool. Wirklich uncool. Na gut, gehen wir weiter. Ich glaube, da links von dem Viech will ich auch nicht weiterlaufen. Von dem gerade eben, denn eventuell... Oh Gott. Oh Gott. Ah! Das war fair. Gehen wir nach... Achso, hier rechts waren wir schon. Okay. Dann links bei dem Viech will ich nicht weiter... Oh, es kann zermatscht werden von dem Teil. Das ist gut zu wissen, tatsächlich. So, haben wir hier noch eins. Ich wusste es, dass da sich noch eins versteckt. Ich habe es gespürt. Oh, mehr Münzen. Mehr Münzen sind immer gut für mich, denn damit kann ich mir mehr Sachen kaufen. Oder insgesamt im Idealfall kann ich mir da irgendwas kaufen. Und dieser scheiß Klempner, wie er aussieht. Ich mache den Arztteil immer noch. Er sieht trotzdem seltsam aus. Und ich würde ihn nicht unbedingt an meine Steuerberatung lassen. An meine, nicht Steuerberatung, sondern... wie heißt das? Fuck! Erklärung. Die Erklärung, die würde ich ihn nicht machen lassen. Aber ich glaube, meine Waschmaschine reparieren, das würde ich ihm zutrauen. Oh mein Gott! Yes! Ich kann schießen! Ich bin Mario, der Bringer des Todes. Pew! Hast du gehört, du Kackviech? Pew! Oh mein Gott! Rate mal, wer soeben zu einem Gott wurde. Ich wurde zu einem Gott! Und shit, da sind Aliens unterwegs. Ey, Koopa! Fick dich! Immer schön fernhalten, weil der explodiert. So, Ah! Blöder Laser! Darauf war ich nicht zu 100% vorbereitet. Genau zu sein zu null. Was war das für eine Scheiße? Okay. Piu, du stirbst so. Da unten war der Laser, meine ich. Yes, Nummer 4. Oh, wir kommen voran, Leute. Wir kommen voran. Noch eine Münze, sehr schön. Ja, nein! Ich habe mich gerade an der Nase gekratzt. Das ist unfair. Ich finde, es sollte irgendwie ein Programm geben. Irgendwas, das man sich kauft, das Spiel automatisch pausiert, wenn man sich an der Nase kratzt. Was war das gerade eben da links für ein Arschlochweg? Der einfach nur da war, um mir Schaden zuzufügen. Nicht nett. Genauso wie du, Koopa. Du bist auch nicht nett, deswegen stirbst du. Wir haben Wasser. Kann ich unter Wasser feuern? Dieses Fuckteil. Wasser! Wir sind ganz vorsichtig. Fuck. Wasser! Und diesmal sind wir wirklich vorsichtig, weil wir wissen, dass das Teil hier runterkommt. Yeah! Da ist noch eins. Die habe ich gesehen. Komm runter. Jetzt geh weg. Kann ich euch kaputt schießen? Oh mein Gott, ich kann die Teile kaputt schießen. Das ist ziemlich cool. Könnte ich die auch alle kaputt schießen? Denn vielleicht versteckt sich da die ein oder andere Münze. Oh, das ist ein Ping-Pong-Bullshit-Fuckteil. Ich mag Ping-Pong-Bullshit-Fuckteile. Das sind meine Lieblings-Bullshit-Fuckteile. Reiß dich zusammen, Mario. Etwas mehr Würde. Okay, wir behalten die oberen Blöcke ganz genau im Auge. Damit nicht irgendwas... Triforce!
runterkommt und uns ins Gesicht hüpft, okay? Da war Triforce Teil Nummer 1. Eins können wir im Shop kaufen. Die Frage ist nur, wo nehmen wir Nummer 3 her? Und warum ist hier überhaupt ein Triforce? Ich dachte, es wäre Mario. Na gut, will mich nicht beschweren. Warte mal, vor allem würde ich ganz gerne jetzt wissen, ob ich genug habe, um mir das Kack-Triforce jetzt zu kaufen. Gib mir das. Yes! Oh, ich kann schneller. Ich kann jetzt mehr Kugeln von mir geben. Interessant. Das kostet 66 Münzen. Was soll ich denn 66 Münzen hernehmen, Alter? Ich weiß es nicht. Das war eine ernst gemeinte Frage. Hey, da ist eine. Okay, das hilft. Eine Münze haben wir schon. Fehlen nur noch 65. hier kann ich jetzt weiter. Piu, piu. Piu, piu. Piu. Oh, shit. Reißt euch zusammen. Oh, Jackpot. Bargeld. Bargeld, Bargeld, Bargeld. War gar nicht so viel. Gar nicht so hilfreich, wie erhofft. Aber hier rechts. Nee, hier waren wir schon. Hier war der Checkpoint. Alles klar. Wo will ich jetzt als nächstes entlang? Weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt noch hin könnte und wo nicht. Ich weiß ja, dass du runterfallen willst, du Scheißteil. Das habe ich sofort gesehen. Sofort. In dem Moment, als ich dich erblickt habe, wusste ich, dass du ein Arsch bist, der runterfallen will. Und ich hatte recht. Haben wir hier noch einen Arsch, der runterfallen will? Nein? Hier haben wir nichts. Okay, hier waren wir scheinbar schon. Oh, ich habe was gefunden. Hier direkt neben der 3. Wenn man nach oben geht, kommt man hier raus. Und hier haben wir eine Brücke aus Blöcken, die Gesichtsausdrücke von sich geben. Oh, Bargeld. Süßes, süßes Bargeld. Mit dem ich mir das Herz meiner Wünsche kaufen kann. Ein rotes Herz. Für mich. So. Oh, da ist doch ein Herz. Bringt das jetzt, dass ich einmal getroffen werden kann, bevor ich sterbe? Falls ja, dann bin ich ein Fan davon. Dann finde ich das gut. Dann kannst du gerne so weitermachen, liebes Spiel. Denn damit hast du mir dann einiges vereinfacht. Oder eher einfacht. Vereinfacht. Piu. Ah, shit. Na, ah, okay. Okay, wir haben es geschafft. Stirb, Cooper. Ich werde doch nicht mehr auf dich hüpfen. Das habe ich nicht mehr nötig. Ich habe jetzt jemanden, der für mich diese Drecksarbeit erledigt. Ich meine, irgendwann früher hätte ich das vielleicht gemacht, aber jetzt. Ich bitte dich. Was ist da unten? Ich glaube, ich will da runter, oder? Ich glaube, hier waren wir schon. Ich glaube, wir waren hier schon. Shit. Stirb, Goomba. Suchen wir nach weiteren Wegen, wo es weitergehen könnte. Okay, warfen wir uns mal zu der 1 und schauen, ob wir da irgendwas finden. Schauen wir, ob wir hier irgendwas finden. Warte mal, mir fällt gerade eine Sache ein bei der 1. War ich schon hier unten im Wasser? War ich hier unten schon drin? Ich glaube nämlich nicht. Hier war ich definitiv nicht. Sehr schön. Ah! Sehr gut! Und ja, ich kann extra Hit aushalten mit dem Herz, das ich gefunden habe. Ist das nicht schön? Okay, fuck. Das war jetzt nicht in dem Ausmaß hilfreich, wie ich mir es erhofft hatte. Ich hätte mich erhofft, dass es insgesamt ein bisschen hilfreich ist. Und ich habe mich damit scheinbar getäuscht. Denn es ist nicht hilfreich. Oh, ich hab was, glaube ich. Ich hab was hier am Anfang, wenn man weiter nach rechts geht. Ah! Da kann man wo rüberhüpfen, wo ich da anfangs nicht rüberhüpfen konnte. Ich hoffe, hier gibt es jetzt nur noch ein bisschen mehr als diese verkackten Münzen und den Laser, der mich umbringen wollte. Da war kein netter Laser. Waren wir hier schon in dem Wasser? Ich hoffe einfach mal nein. Ich hoffe, wir waren hier noch nicht. Ich glaube, wir waren hier schon. War ich hier oder war ich hier nicht? Sterbt mal, ihr Kackviecher! Ich brauche Platz, um mich zu entfalten. Also, ich brauche Platz, um mich zu entfalten. Ich denke darauf. Und nochmal genau dem gleichen Kackteil. Wir haben über Platz zum Entfalten geredet. Den brauche ich nämlich. Skirt, du Kackteil. Dieses Mal erwischst du mich nicht. Ha! Ha! Ich war viel zu clever. Ich hab noch einen Hit. Das ist gut, denke ich. Denke ich. Hoffe ich. Versuchen wir doch nochmal zu 4 zu gehen. Ich meine, von hier aus sollte es doch irgendwo weitergehen, oder nicht? Oder sehe ich da irgendwas falsch? Du bist also ein Laser, der nicht aufhört zu schießen. Na, fuck, wo bin ich jetzt wieder? Ich glaube, wir wollen nochmal zur 4 gehen, liebe Leute.
Denn bei der 4, da muss es doch irgendwo weitergehen. Oder nicht? Au! Verkacktes Alien! Hör auf damit! Warum schießt er einfach auf mich? Ich habe ihm nichts getan. Trotzdem hat er sich einfach gedacht, boah, da ist dieser komische Mario-Typ, auf den schieße ich jetzt. Was für ein Arschloch! Was für ein kolossales Arschloch! Au! Hier waren wir auch schon. Ja. Aber hier kann ich doch da links entlang, oder? Nee, fuck, ich muss da links entlang. Oh, ich kann ja die Wände kaputt schießen. Bringt mir das irgendeinen Moment? Mann, ich glaube, ich hab was. Ich hab was. Okay. Habt ihr gesehen, da konnte ich die Wände zerschießen. Das heißt, au, ich kann jetzt hier rüber, wo mich dieser Fuckblock direkt wieder erwischt und wir bekommen das nächste Triforce. Das ist, schön, denke ich. Fuck. Das bringt mich nicht weiter. Okay, ich versuche jetzt seit 10 Minuten ungefähr hier weiterzukommen und ich finde den Weg einfach nicht. Wenn ihr den Weg findet, das ist schön. Ihr könnt das Spiel über die linke Beschreibung spielen und ich habe es lange genug versucht, ich finde es nicht. Aber mit dem, was ich bisher gesehen habe, war es ein ganz nettes Spiel und ich kann scheiß viele Kugeln von mir geben, welche sehr sinnvoll sind, weil die Gegner im Spiel total gefährlich sind. Ja, wie auch immer, das war soweit 1985. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.